Leute, nächste Folge. Diesmal ist Niklas wieder mit dabei. Hast du letztes Mal schon gesagt, aber. Was? Nein! Okay, dann habe ich Gedächtnisprobleme. Keine Ahnung. Ich habe gerade meinen Traktor repariert. Du hast Gedächtnis. Ich komme jetzt auch, ich muss meinen auch mal reparieren. Ja, soll ich zu dir fahren? Wo bist du denn? Ey, ich muss den noch nicht reparieren. Oh. Ich komme zum Haupthof gefahren. Nein. Oh, ha. Nichts passiert, alles Roger. Was gemacht, Timo? Hä? Nichts. Der Werkstattwagen fährt nur leicht schnell. Wie viel Schaden hat er? Nichts. Das passiert. Ah, Niklas, hier, ich bin da. So, warte. Was kostet die Apparatur? Ja, warte, ich muss erstmal den Werkstattwagen reparieren. So, hab ich. Jetzt. Halt, bleib stehen. 800. Hab ich. Ist ja heile. Oh Gott! Ah! Mich das da. Nico, 800 bei Niklas abziehen. Plus die 400 noch? Ins Wasser reinfahren? Ja, die auch abholen, die 470. Ich glaube, da dürfte nicht mehr viel sein, oder? 1600. Wo dürfte nicht mehr viel sein? Auf meinem Konto. Wie viel habe ich denn noch? Oh, komm schon, Leute. Ja, das ist eine berechtigte Frage, Nico, ne? Ja, Nico ist befordert. 5000. Ich hab mit am wenigsten Geld, oder? Ich müsste am. Obwohl, habe ich immer noch am meisten, weil ich habe jetzt zwei Felder gekauft. Ja, du hast immer noch am meisten. Ich habe zwei gekauft, ne? Nee, du hast zwei gekauft. Weil ich habe auf dem Zettel du nur eins. Du hast nur Feld zwei. Dann habe ich nur eins gekauft. Und du hast mir nur gesagt, dass du nur 10.000. Ja, ich bin am überlegen, mache ich Gras? Machst du Bäume? Ich würde es erstmal sein lassen. Ja, weil das bringt ja im Moment ja nichts. Bringt nichts, dann müsste ich ja Rinder und die Schweine muss. Okay, dann brauche ich einen Schweineanhänger. Ich glaube, ich pinkel lieber auf Nikos Feld. Nein, Spaß. Kannst du auch Bäume machen? Also ich gehe noch, du machst doch schon Bäume, Niklas. Oder mache ich Bäume? Ja. Das schließen wir Thomas aus und nehmen wir seine Maschinen kaputt fahren und machen ein Monopol auf. Genau. Dann gleich ich an und verlage pro Stück 10.000 Schmerzen. Was Gott, ich weiß gar nicht, wie viel man für einen Baum verkauft bekommt. Ja, auch nicht. So. Das haben wir auch noch nicht. Also die Setzlinge sind ja schon mal ziemlich günstig, würde ich behaupten, oder? Ja. 17 Stück, 470. Ja. Aber ich glaube, das muss man irgendwie in dieser großen Maschine da alles bis zu 100% auffüllen und dann kann man das jetzt verkaufen oder sowas. Ich weiß es nicht. Na, die Baumstämme legst du einzeln auf das Laufband von der Fabrik und bekommst pro... Draufliegen? Ja, bekommst pro Baumstamm Geld und... Ja, egal, ich hab ja den Anhänger mit dem Greifer. Genau, genommen. Und dann könntest du dir noch diesen Häcksler kaufen und dann kannst du so Hackschnitzel, so Holzschnitzel machen. Du hast die Hackschnitzelanlage auch dahin gestellt? Ja, klar, die steht genau daneben. Da wird dann halt meistens Strom draus produziert oder Pellets gemacht und alles. Was macht Nico denn hier? Ach, der sät gerade. Timo, wolltest du mal bei mir vorbeigucken? Ja, erntest du jetzt oder was? Nee, ich sehe jetzt erstmal. Ja, das Sehen hat er ja, schon. Ja, gut, ich kann schlecht bei dir vorbei. Da musst du mal aus dem Trecker gehen kurz. Das Sehen haben sie schon gesehen? Nein, ja, die Zuschauer nicht. Achso, die Zuschauer noch nicht. Niklas, als das mir gezeigt aus. Hat das gesehen. Achso, jetzt. Robin, ist mit das jetzt mal runter. Langweiligste ever. Und jetzt passiert Magic. Jetzt steht hinten einer drauf. Ich stell mich mit drauf. Ich hab's mit drauf? Ja, bin mit drauf. Du bekommst Schaden. Und jetzt pflanzt der wunderschön da die Bäume. Vor allem Niklas hat sich vorbildlich daran gehalten, auf einer Wiese. Weil das hat Nico, glaube ich, gesagt. Oder, nee, Timo das war das. Genau, da haben wir nämlich beschlossen, dass wir die Bäume nur auf einer Wiese gepflanzt werden dürfen, weil es sonst scheiße aussieht. Also sie dürfen nicht mitten auf dem Feld gepflanzt werden. Und ich hab das nur auf der Wiese gepflanzt, deswegen. Ja, das sieht doch schöner nicht, aus auf der Wiese, das oder? Das nächste Feld an mir ist und ich dachte mir erst so, scheiße, würde ich das Feld noch grubbern. Ich meine... Ich hab mir erst überlegt, ob ich das noch grubbern muss, damit ich die Bäume... Weil unten an den Bäumen ist auch ein bisschen Moos dran und das sieht einfach besser aus auf einer Wiese. Als statt, wenn du jetzt so ein Feld hast, wo halt gegrubbert ist oder noch nicht mal und da stehen überall Bäume, das sieht ja nicht aus. Ja, das sieht komisch aus, das hatte ich auch gesehen. Ja. Aber ich muss echt sagen, mit dem Forstmod ist das ziemlich geil, hier so... Die Linien dran langfahren. Ja. Das einzige Problem ist, ich habe nur noch 4 Bäume. 3. 2. Und der letzte. Ein Baum braucht übrigens 3 Tage, um fertig zu wachsen. So, Timo, dein Feld ist fertig. Oh, danke, dann lass mich mal bitte wieder rein. Also die ersten sind, glaube ich, schon fast erntebereit, hätte ich fast gesagt. Motor starten, Leute. Ich muss den auch starten.
Ich habe hier überall schön die Reihen zwischengelassen, damit ich hier gleich chillig hier durchfahren kann. Was kann ich denn eigentlich alles so? I, ja, 9 weiß ich auch. A, F, Licht, ja, okay. G, ja, V weiß ich auch. H weiß ich auch. Leertaste. Alter, geht diese Sackmaschine schneller. Ach, okay, jetzt. Ja, gut, das ist... Also 3 Ingame-Tage braucht der, bis der Baum fertig ist. Nee, 3 echte Tage. Ja, wenn du jeden Tag einen pflanzt, dann kannst du jeden Tag ernten, ne? Ja, ich habe jetzt ziemlich viele schon geerntet. Ich habe jetzt hier... Ich will jetzt mal wissen, was mein Trecker jetzt zu teuer macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, das ist kein... Du hast schon geerntet? Ich will das mal wissen. Ich müsste so um die 30, 40 Bäume schon stehen haben. So, 156 PS hat der Nico. Und... Ich hab 100, 180 habe ich, ja gut, komm. Und was noch? Mehr nicht? Blablabla, bla. Ja, die PS-Zahl ist unterschiedlich und wahrscheinlich optisch auch ein bisschen. Welchen hast du denn genommen, welchen Trecker? Ja, den MB-Truck. Den für 5000 mehr. Ja. Deiner ist der Hof Janssen, ne, Niklas? Ja. Timo, ja. Da ich ziemlich oft vollfüllen werde, mache ich mir jetzt einfach, das kostet 200 einmal vollfüllen, mache ich mir jetzt einfach eine Strichliste und zahle dann zum Schluss. Was denn vollfüllen? Startmaschine. Ja, das muss ich ja dann... wieder eingeben im Chat, ne? Wegen ja. Saatgut, oder? Nee, ich mache eine Strichliste und ich weiß, wie viel einmal auftanken kostet. Ach so, weißt du. Okay, ja, dann ist es gut. Aber nur bei dir weißt du das natürlich, weil du eine kleine hast. Ja. Ja, das kostet das 200. Kostet 200 einmal auffüllen und ich habe hier jetzt 4 Bahnen gezogen und musste genau schon 200. Einmal auf. 240 oder 190, weiß ich nicht genau. Nee, weiß nicht mehr, weiß genau. Ja, okay. Bestimmt schon wieder am Cheaten hier. Ja, also ich komm. Bin ganz ehrlich, ich habe nicht immer den richtigen Preis genannt bei meinen Sachen jetzt. Ich habe immer aufgerundet. Also auch beim Feld habe ich aufgerundet 9000 statt 8300 oder so. Mein Trecker hat hinten 2 Lupen, damit ich sehen kann, was ich, wenn ich dran fahre. Lupen? Für ein Opa oder ja, was? Ja, Lupen. Und hinten sind nach unten sind so 2 Glasscheiben gerichtet, damit ich auch alles sehe. Ach so, okay. Ich finde den Track eigentlich ziemlich nice. Du hast einen Schlüter, ne? Mhm. Du hast den, wo ich habe? Der gefällt mir. Ja. Ich habe den empfohlen. Ja. Ne, ich habe ihn selber empfohlen. Ich habe ihn mir selber empfohlen. Ich sag noch, kauf dir doch den Schlüter, der kostet 37.000. Ja, hab ich auch schon überlegt, aber ich hab gesagt, ne, ich ihn lieber nicht, weil zu teuer. So. Oh, ich mache jetzt was ganz Gefährliches. Alter, wo wohnt Niklas denn? Ist ja geil, hier durch die Straße zu fahren. Ja, richtig nice aus. Stimmt, eigentlich müsste ich auch mal die anderen besuchen, ne? Ja, ich dünge erstmal mein Feld. Welchen Hof hast du, Timo? Ich? Keine Ahnung. Ich hab... Ach, der andere Timo. Oh. Nee, du Timo. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie meiner heißt. Wie heißt mein Hof? Kannst nicht lesen. Rittergut heißt er. Ah, du hast ein Rittergut? Ja. Oh, wollte ich haben. Ich hab ihn. Dann schauen wir mal auf der Karte, die ich aufs Handy geladen hab. Ich sag jetzt, ich schau auf die Karte, aber ihr seht das jetzt nicht, das ist ein bisschen doof. Hof Rittergut. Ach, ganz da oben. Mhm. Überm Hof. Nein, ich bin ganz da oben. Ja, da komm ich dich mal besuchen. Nein. Und das. Der ist echt schön, der Hof. Ich hab hier auch viel Abstellplatz, also. Hi. Ich wollte mir mal deine Bäume angucken. Ja, komm mit. Das klingt wie so ein Psycho, ich wollte mal deine Bäume angucken. Ja, sorry. Nein, das ist ja gerade das Flexible. Oh, ja. Das sind ja schöne Bäume. Geile Bäume. Jetzt noch schön Blitzermond drauf, die überall Blitzer hinstellen und alle Leute werden kotzen. Ne? Ihr werdet mich bestimmt hassen, wenn ich so einen Blitzermond hinpacke. Wieso hätte ich doch immer ein aktuelles Foto von Nein, machen wir nicht. Dann habe ich in meiner Halle habe ich die ganzen Werkzeuge stehen, um die abzufällen. Und dann wird jetzt mal schön. Ja, denn wenn du nicht da bist, dann fäll ich auch mal einen Baum. Leute, ne? Für 3000 dünge ich euer Feld. Was? Nee. Doch. Nee, danke. Viel zu teuer. Okay, ist echt teuer. 2000. Viel zu teuer. Tschüss, noch teurer. Laberne, Junge. Ich sag dir mit meinem Dünger 100% mehr Ertrag. Du darfst düngen, wenn du mir 3000 gibst. Nico. Okay, ich düng für 100. Wenn ihr dann Niklas, wenn ihr dieses Dings bezahlt, also. Ich mache illegale Sachen hier. Mach ein Treckerrennen hier. Ich bin gerade am Fahren und gucke dabei aufs Handy. Oha. Oha. Ohan. Bin ich böse. Ach, warum dünge ich denn überhaupt? Ich bin doch behindert. Und
Und du hast kein Licht an dem Glas, das geht gar nicht. Nee, weißt du warum? Weil hier waren ja verdorbene Pflanzen drauf. Ich muss ja gar nicht den. Ich hab einen Grubbern. Hast du einen Grubber? Hab ich ja schon. Das ist ja alles schon gedüngt. Hast du einen Grubber gekauft? Nein, hab ich nicht. Also wenn jemand einen Grubber braucht, ne, ich hab nur einen, weil ich hab gemerkt, ich glaube, ich brauch gar keinen. Ich brauch auch keinen Grubber. Wo Niklas seinen Grubber los wird, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Ciao. Nein. Tschüss.